Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Produktvorstellung in H0 bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Heute wird es dänisch. Heute haben wir einen Noah-Block. Die werden wir uns natürlich im Detail anschauen. Fahraufnahmen gibt es, Soundaufnahmen gibt es und ein paar Informationen zum großen Vorbild gibt es ebenfalls. Heute eine kleine Besonderheit. Wir haben nämlich eine Gleichstromlok und eine Wechselstromlok. Der Fahrplan steht für das Video. Ich würde sagen, wir legen los. Fangen wir mit dem großen Vorbild an und da geht es in die USA. Denn NOAP ist im Prinzip die Bezeichnung für die europäische Lizenzvariante dieser Standardlokomotive der USA, der F-Reihe von EMD. Vormals gehörte dieses Unternehmen auch zu General Motors. Wir haben hier eine dieselelektrische Lokomotive, die von vielen Bahnverwaltungen in Ost- und Westeuropa mit vielen Variationen zum Einsatz kam. Die größten Variationen bezogen sich auf die Drehgestelle bzw. auf die Achsfolge. Da haben wir nämlich zum einen die Achsfolge COCO. Das heißt, wir haben drei einzeln angetriebene Achsen in einem Drehgestell. Das kann man hier auch sehr schön sehen, dass es eine sechsachsige Lokomotive ist. Oder die Achsfolge A1A. A1A. Ist ein bisschen kompliziert. Da geht es im Prinzip darum, dass wir pro Drehgestell zwei Fahrmotoren haben für die jeweils außenliegenden Treibachsen und in der Mitte die Laufachse, die ist dort nicht angetrieben. Das war unter anderem einer der größten Unterschiede bei der Produktion dieser schweren dieselelektrischen Lokomotive. Die Typenbezeichnung erfolgte nach dem Lizenznehmer Nyquist och Holm, kurz NOHAB, daher das Wort N-O-H-A-B, im schwedischen Trollhättan. Und 1939 in den USA war es dann soweit, und zwar von der Electromotion Corporation, kurz EMC. Dort wurde der Öffentlichkeit eine neu entwickelte Baureihe dieselelektrische Lokomotiven vorgestellt. Denn das Konzept von EMC sah vor, dass man mehrere von diesen 108 Tonnen schweren Lokomotiven zu einer ganzen, sage ich jetzt mal, Lokomotivgruppe zusammenkuppeln kann, um diese schweren Züge, die damals in den USA quer durch die Lande gefahren sind, dann auch besser den Berg hochziehen zu können, beziehungsweise auch durch die flachen Lande dann besser ziehen zu können mit mehr Traktion. Dreh- und Angelpunkt der Entwicklung dieser Lokomotive war in Europa der schwedische Maschinen- und Lokbauer Nyquist och Holm AB, sprich kurz NOHAB, wie ja eben schon gesagt, in Trollhättan, der 1949 die Lizenzen zum Bau von EMD Dieselloks erhielt. Dieser überarbeitete die Konstruktion und richtete sie sozusagen für den europäischen Markt her. Die Form musste etwas weichen der ursprünglichen Form aus Amerika. Das beinhaltet einmal hier vorne die Fenster und auch die Fensterkante, die etwas runtergezogen wurde. Und vor allen Dingen musste man auch die Fronten ein wenig modifizieren, denn in den USA hat man sozusagen eine Mittelpufferkupplung. Hier in Europa hat man das Prinzip der außenliegenden Puffern. Und deswegen hatte man dort ein Problem, denn aus den USA kommenden Lokomotiven hatten hier außen nicht so viel, sage ich jetzt mal, Kraft, dort diese Kräfte des Aufpralles, Zug- und Druckkräfte halt aufzunehmen. Deswegen musste für das europäische Pendant hier etwas hergestellt werden und deswegen hatte man die Form auch etwas nach außen gezogen, so dass man da halt etwas besser die Kräfte aufnehmen konnte. Auch die etwas niedrig gezogene Seitenkante mit dem etwas niedrigeren Dach sind Hauptmerkmale der Veränderungen hier in Europa. Zu guter Letzt sei noch erwähnt, dass bei allen Maschinen Motor- und Generatorlieferant immer General Motors war.
Schauen wir uns nun die Modelle hier in 1 zu 87 an. Und da wir anfangs ja schon erwähnt, haben wir jetzt hier einmal eine Gleichstromlok und einmal, ich hebe sie mal kurz an, eine Wechselstromlok mit einem Schleifer unten drunter. Wir stellen beide in einem Video vor, denn es sind im Prinzip keinerlei Unterschiede vom Aufbau des Modells etc. Nur halt, die eine ist für Wechselstrom geeignet mit Schleifer und die andere ist für Gleichstrom. Beide verfügen über einen Sounddecoder an Bord und auch einige andere Sachen, über die wir jetzt gleich sprechen. Schauen wir uns die Lok erstmal an. Wie kommt sie zu uns? Wir haben hier den Heljan-Karton mit einem Schuber, den man rausziehen kann. Die Lok ist sehr gut dort drin sicher verpackt. Und dann hat man in wenigen Handgriffen einmal die Lok und einmal zwei relativ große Zurüstbeutel. Da haben wir zum einen diesen recht übersichtlichen Zurüstbeutel. Dort haben wir Bremsschläuche drin, Zughaken und auch einige andere Ansatzteile, die man anhand der Anleitung dann noch relativ schnell an die Lok anbringen kann. Und der andere Zurüstbeutel, da haben wir einmal eine geschlossene Bugfront. Und zwar hier unten einmal diesen Schneeflug, was ich wiederum sehr schön finde, denn man kann die Lok auf einer Seite so herrichten, dass sie ein geschlossenes Bild hat. Das heißt, man sieht die Kupplung nicht, den Kupplungsschacht. Der verschwindet nämlich hinter dem mitgebrachten Flug, der jetzt sich hier drin befindet. Man kann ihn unten einfach, das hat man hier auch in der Anleitung sehr schön erklärt, einfach nach unten abziehen, der jetzt hier dran ist mit der Öffnung für die Kupplung und dann den geschlossenen dran stecken und schon hat man das schöne geschlossene Bild. Bremsschläuche dran, den Zughaken dran und das Bild ist einfach komplett, finde ich persönlich sehr schön. Ja, wie eben schon beim Vorbild gesagt, NoHub-Lok ist eine sehr markante Lok, wie ich finde, denn wir hier in Europa oder generell in Deutschland kennen so Loks eigentlich überhaupt nicht. Ich selber bin Lokführer, habe die Lok auch einmal fahren dürfen und ich kann sagen, es ist wirklich was sehr Besonderes, wenn man hier oben auf der Lok sitzt und hier sozusagen noch eine Art, wie ich sie jetzt sage, mal Motorhaube hat, dass man da noch so einen Vorbau hat. Also es ist schon sehr abenteuerlich, aber es macht wirklich Spaß, auch ein cooler Sound, die Lok. Die Lok an sich, wie wir sie hier haben, sehr schön bedruckt, trennscharfe Linien auf beiden Seiten, die wie natürlich auch die gelb-rote hier. Das ist wirklich alles hervorragend umgesetzt. Wir haben hier auch, wenn wir jetzt hier reingucken, in den Führerständen auch wirklich sehr schön modellierten Führerstand. Also da kann man wirklich nicht meckern. Neben den Zurüstbeuteln haben wir, wie ja gerade schon gesagt, einmal ein sehr kleines übersichtliches Blättchen, wo wir auf der ersten Seite erst einmal auf Englisch nur eine kleine Danksagung haben. Danke für den Kauf unserer Lok. Und dann hat man hier die Montagehinweise für den geschlossenen Flug, für die Bremsschläuche und die anderen Anbauteile, die kommen alle an die Front. Also es ist wirklich sehr schön und übersichtlich gemacht. Auf der Rückseite haben wir dann die insgesamt 20 Sounds, die die Lok mitbringen. Recht übersichtlich, wie gesagt, da nur auf Englisch. Schauen wir uns die Loks jetzt nun einmal in einer kleinen Übersicht an. Wir haben hier einmal zu meiner Rechten die gelb-rote. Das ist eine NoHub MY1151 Eiffel Kansas City. Und die blaue direkt vor mir ist eine NoHub MY1147 der Eichholz Rail. Wir haben hier bei beiden Lokomotiven eine limitierte Auflage. Wir haben einen fünfpoligen Motor mit Schwungmasse. Wir haben die Stromaufnahme auf allen Achsen. Eine Schnittstelle NEM 660, das ist sozusagen eine 21er Decoder-Schnittstelle. Wechsellicht haben wir rot-weiß, bei unseren Lokomotiven leider hier nur weiß-weiß. Eine Berücksichtigung aller Bauartunterschiede, was auch die Drehgestelle angeht. Inklusive Sound, das habe ich ja eben schon gesagt, wir haben hier die Sound-Variante, es ist ein ESO-Sound-Decoder verbaut. Wir haben eine Länge über Puffer von 215 mm, beide Loks sind Epoche 6 und wir haben eine NEM 362er Kupplungsaufnahme mit Kurzkupplungskinematik und einer mitgelieferten Bügelkupplung. Außerdem liegen verschiedene Decals bei von Jens Krabbe und AMR Flügelrad. Und wir haben hier in der Lok auch ein sehr hohes Eigengewicht. Das merkt man auch, wenn man sie hochnimmt. Was natürlich den Vorteil hat, dass man relativ viel mit der Lok auf der Modelleisenbahn ziehen kann. Kommen wir nun zu den Artikelnummern. Bei beiden Loks haben wir drei unterschiedliche Variationen, die man bekommen kann. Und zwar einmal DC analog, DC mit Sound digital und einmal AC mit Sound digital. Fangen wir hier mit der gelb-roten Lokomotive an. Da haben wir bei DC analog die Artikelnummer HE144561. DC digital mit Sound ist die Artikelnummer HE144563 und für unsere Wechselstromfahrer digital mit Sound ist es die Artikelnummer HE144564. Bei der blauen hier ist es genau gleich. Da haben wir einmal DC analog, die Artikelnummer 144551 digital mit Sound. Im Gleichstrombereich haben wir die Artikelnummer HE144553 und für unsere Wechselstromfahrer natürlich auch digital mit Sound
HE 144 554. Und das war's auch schon mit unserem Video. Wir hoffen, es hat euch wiedermals gefallen. Sollten jetzt noch Fragen eurerseits offen sein zu den Loks oder auch zu allen anderen Themen, gerne einmal unten in die Kommentare schreiben oder uns direkt eine E-Mail schreiben. Wir werden uns wie immer natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Alle weiteren Informationen zu uns, zu den Loks, die ihr auch natürlich bei uns bekommen könnt, findet ihr unserer Internetadresse www.modellbahnunion.com. Dort, wenn ihr die Loks haben wollt, einfach oben in die Suchleiste die Artikelnummer eingeben, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. Das war es von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.